Ja, also hier haben wir die Aufgabe. Erstmal habe ich A eingezeichnet als 3 Meter, X habe ich 2 Meter und Y 3,8 Meter. Dann habe ich mir die Formel aufgestellt. Es war A. So, ich habe es nochmal grün gemacht, ich habe mich verzeichnet. Ja, jetzt geht's los. A durch x. So, ist gleich a plus b durch y. Den habe ich ausgeglichen, damit ich b habe. Dann habe ich erstmal mal Y. Dann habe ich minus A. So, und jetzt habe ich die Zahlen. Den hier. Jetzt kannst du mal Pause machen, dann setzt die Zahlen an. So, jetzt habe ich das erstmal eingesetzt und wie sich ergeben hat, ist das Ergebnis 2,7 Meter. Und das bedeutet, dass B 2,7 Meter ist.